BASF hat vorläufige Zahlen gebracht und wir sehen, die Aktie ist hier etwas abgestraft. Heute minus 1,6% geht sie nach unten. Das hat sicherlich zu tun mit einem deutlichen Rückgang der Absatzmengen. Ja, und aufgrund dieses deutlichen Rückgangs der Absatzmengen, auf die wir aber hier auch schon häufiger hingewiesen haben. Ja, das war etwas, was sich abgezeichnet hat, dass die Nachfrage hier nachlässt, dass die Nachfrage sinkt. Und das scheint nach wie vor der Fall zu sein. Also deutlicher Rückgang in den Absatzmengen hat eben auch zu einem deutlichen Umsatzrückgang geführt. Minus 13,4% hier auf Jahresbasis, ja, im letzten, also im ersten Quartal 2023, sind jetzt ganz knapp 20 Milliarden Euro umgesetzt worden. Ja, die Analysten hatten hier mit 21,8 gerechnet. Also nicht nur deutlich weniger als im Vorjahr, sondern auch ja, fast 10% weniger als das, was die Analysten erwartet hatten. Na, und auch auf der Gewinnseite sieht es nicht so gut aus. Das EBIT ist um 33% zusammengebrochen auf 1,87 Milliarden Euro. Das waren im letzten Jahr noch deutlich mehr als zwei. Aber müssen wir ganz ehrlich sagen, ist besser als der Konsens erwartet hat. Ja, man hatte hier mit einem EBIT von 1,53 Milliarden gerechnet, 1,87 sind es jetzt. Grund dafür ist insbesondere der Landwirtschaftsbereich, also das Segment Agriculture Solutions. Das hat wohl hier die Erwartungen im EBIT deutlich übertroffen. Und auch die Bereiche Chemicals, Materials und Surface Technologies haben wohl gut performt. Ja, es gab auch so ein, zwei Bereiche, die etwas schlechter gefahren sind, aber der Bereich Landwirtschaft, Agrar, der hat es hier wirklich rausgerissen, zumindest von der Gewinnseite. Dementsprechend ist das Ergebnis nach Steuern auch sehr, sehr gut reingekommen, sogar höher als im Vorjahr. 1,56 Milliarden sind hier hängen geblieben nach Steuern. Das waren im Vorjahr noch 1,22 Milliarden. Und der Konsens von dem, was die Analysten erwartet haben, der lag tatsächlich nur bei 1,08. Also hier ist fast eine halbe Milliarde mehr verdient worden, als die Analysten erwartet haben. Ja, und das müssen wir jetzt zumindest den Vorjahresvergleich, wo jetzt deutlich mehr verdient worden ist als im Vorjahr, das müssen wir ein bisschen relativieren, denn im Vorjahr war per se eigentlich nicht nur der Umsatz deutlich höher, sondern prinzipiell wäre auch der Gewinn deutlich höher gewesen. Aber falls ihr euch erinnert, im Vorjahr haben wir die großen Abschreibungen gehabt auf die Riesenbeteiligung von Wintershall Dea, russisches Unternehmen, ja, wo BASF also große Abschreibungen im letzten Jahr vornehmen musste. Die hatten natürlich entsprechend den Gewinn geschmälert. Von daher hinken die Vergleiche hier so ein bisschen. Ja, und das ist auch der Grund, weshalb die Aktie hier so ein bisschen unter Druck ist und unter Wasser ist. Normalerweise, ja, bei einem Ergebnis von 1,56 Milliarden Gewinn, wo nur 1,08 erwartet worden sind, wäre da die Reaktion wohl typischerweise eine andere gewesen. Ja, Ausblick ist jetzt auch nicht so toll. Man versucht, das zu halten, was man im letzten Jahr umgesetzt hat. Das waren 87 Milliarden. Das, was man hier annimmt jetzt für 2023, ist so der Bereich 84 bis 87 Milliarden. Also vielleicht ein Schnaps weniger. Vielleicht schafft man auch das, was man im Vorjahr hatte. Aber, und jetzt kommt's, ja, EBIT soll auf jeden Fall ungefähr 30% unter Vorjahresniveau liegen. Na, und das zeigt dann eben auch, wo die Probleme sind. Na, wenn der Umsatz tatsächlich ungefähr gleich bleibt und der Gewinn geht aber 30% zurück, dann stimmt irgendwas auf der Kostenseite nicht. Ja, dann drücken immer noch die hohen Kosten. Wenn wir es uns hier auf dem Chart mal anschauen, dann sehen wir, dass wir in einen wichtigen Bereich gelaufen sind, hier um 50 Euro. Die Aktie hat versucht, diesen jüngsten Abwärtstrend hier zu brechen. Den zeige ich mal kurz. Ja, das hier ist die jüngste Abwärtssequenz, die hier gelaufen ist. Die Aktie hat versucht, das zu brechen, hat versucht, hier über dieses Hoch drüber zu laufen. Na, und ist, wie man sieht, erstmal recht kläglich gescheitert. Ja, also das sieht erstmal nicht so gut aus. Wir haben hier eine typische bearische Umkehrkerze. Und daraufhin haben sich dann auch erstmal noch ein paar Verkäufe angeschlossen. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn man sich das große Bild jetzt anschaut, dann könnte man das Ganze so interpretieren, dass wir hier eine erste große Abwärtsbewegung haben und sind dann jetzt hier in so einer kleinen Zwischenkorrektur. Bisschen lang für eine Bullflag ist schon fast ein kleiner Gegentrend, ne? Könnte aber eben nach unten fortgesetzt werden, nochmal Richtung 44 Euro.
Das ganze Bild würde sich natürlich sehr schnell drehen, wenn wir es schaffen würden, über den 50er-Bereich auszubrechen, bevor die Aktie hier nach unten rausgeht. Dann kommen wir nämlich in dieses kleinere Feld, ne, in diese kleinere Bewegung hier rein, die sehr dynamisch nach oben gelaufen ist und dann jetzt hier sowas wie eine Bullflag generiert. Ja, und dann hätten wir den Ausbruch nach oben, der hier auf jeden Fall positiv ist und die Aktie mal ganz schnell, naja, so Richtung 52 Euro hier bringen könnte, vielleicht auch nochmal Richtung 54 Euro. Also ihr seht, ich bin hier ein bisschen unentschlossen, ja, welche Richtung ich hier bevorzugen möchte. Und das passiert mir häufig dann, wenn wir sehen, dass eine Aktie übergeordnet seitwärts gerichtet ist, ja, und im Moment sich so mehr oder weniger in der Mitte der Range hier aufhält. Ja, wir sind ein bisschen drüber, aber die Mitte, die liegt so ungefähr bei 46 Euro. Und der gesamte Mittelbereich, ich sag mal so zwischen 44 und 50 Euro hier, das ist ein Bereich, der sehr, sehr schwierig zum Traden ist, weil wir hier nicht wirklich große Vorteile finden in die eine oder andere Richtung. Das erkennt man auch ein bisschen daran, wenn wir mal schauen, wie die Analysten sich jetzt hier verhalten haben nach diesen Zahlen. Da hat Jefferies das Ganze erstmal auf Hold belassen und hat auch das Kursziel, nachdem die Zahlen rausgekommen sind, bei 49 Euro gelassen. Also ziemlich genau da, wo wir jetzt sind. Ein bisschen positiver sieht das Ganze Bernstein. Die haben ein Outperform-Rating nach wie vor für die BASF und haben das Kursziel sogar von 68 auf 72 Euro angehoben. Das finde ich, muss ich sagen, sehr sportlich. Also, wenn wir mal auf den Dreijahreschart gehen, dann sehen wir die 72. Ja, das ist dieser alte Bereich hier oben. Das halte ich doch ganz ehrlich für ein bisschen vermessen, wenn man sich die Zahlen anschaut und auch den Ausblick anschaut für 2023 mit dem EBIT, was 30% unterm Vorjahr liegen soll. Da fehlen mir schlicht und ergreifend die Gründe, warum die Aktie hier wieder auf über 70 Euro steigen sollte. Ich finde mich da eher irgendwo im Bereich von Jefferies wieder, vielleicht, wie gesagt, noch Luft hier bis nach oben, so in den mittleren 50-Euro-Bereich, ja, so 54 Euro hier vielleicht an die letzten Hochs. Viel mehr würde ich hier erstmal nicht erwarten. Für einen Investor, für einen Langzeitinvestor, schauen wir mal hier auf den 5-Jahres-Chart. Na, und da sehen wir auch auf dem 5-Jahres-Chart ist das Ganze hier relativ gut abwärts gerichtet. Na, die große Trendlinie hier, die zeichne ich mal schnell ein. Die große Trendlinie, na sag mal, so, die große Trendlinie ist diese hier. Ja, und solange die nicht gebrochen ist, ist alles, was hier erstmal läuft, nachhaltig nur eine Korrektur. Ja, wir haben hier unten ein starkes Unterstützungslevel, das ist gar keine Frage. Das heißt, wenn die Aktie nochmal in den Bereich um 40 Euro hier vordringen sollte, wenn wir nochmal sehen, dass wir hier runterkommen Richtung 40 Euro, dann ist das sicherlich kein schlechter Kauf. Zumal wir jetzt schon sehen, na, wir kriegen im Moment so 6,9% Dividende zum aktuellen Kurs. Das würde dann nochmal eine Ecke mehr werden, vorausgesetzt die Dividendenzahlungen bleiben erhalten. Dann könnte man im unteren 40er-Bereich hier eine noch höhere Dividende generieren. Und dann macht es natürlich auch wieder Sinn zu sagen, hey, ich warte einfach, bis sich das Ganze ein bisschen weiterentwickelt. Für den Moment sehe ich das aber eher skeptisch.